Crew, schönen guten Tag. Moin. Moin. Und auch noch hallo an meine Zuschauer. Ich habe vergessen, bei Timus Unmode den Hotkey zu drücken. Danke dafür. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann kann es weitergehen. Ja. Und zwar, ja, wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, wir sind ins Roleplay übergegangen und heute geht's damit auf jeden Fall weiter. Und erstmal, um ein bisschen uns verteidigen zu können, werde ich erstmal meine Rüstung entscharten. Wie sieht's aus? Was macht ihr? Also, ich werde einen Palast für mehr bauen. Ja, genau, das hatte der. Ich gerade ein bisschen ums Essen, weil der Mümmelmann ist doch schon ein ganz dummer Typ. Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Der sprengt uns. Falls ihr was anfangen sollte, sind wir dann vorbereitet, zumindest essenstechnisch. David, ey. Ja, David, wenn du noch Metzger bist, fang doch schon mal an, reichlich Würste zu produzieren. Ja, ich brate gerade ordentlich Kartoffeln durch. Ich weiß, ihr seid nicht so die Veganer, aber muss sein. Naja, auf jeden Fall. Als ob, ich kriege hier gerade nur Müll, den ich auf meine Rüstung absolut nicht gebrauchen kann. Auf jeden kann. Fall, ich gehe jetzt mal hier diesen komischen Kolbenlift abbauen, den Mr. Mümmelmann damals gebaut hat. Der kann ja eh nichts. Dann baue ich hier mal eine vernünftige Leiter. Das gibt's doch nicht, ey. Ich habe aber gerade richtig Pech. Oh, Haltbarkeit 3, da kann ich was mit anfangen. Und Schutz 3. Schutz 3 und Schutz 3 sind Schutz 4, ne? Ja. 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 Timo, sehr gut, dann habe ich gerade Mathematik entdeckt. Das hat ja eigentlich nichts mit Mathematik zu tun, aber trotzdem. Dann hätte ich schon mal Schutz 4, Haltbarkeit 3. Der Brust. Der Brust? Okay. Ja, der Brustpanzer. Ach so, bevor du hier wieder deine Perversitäten im Kopf hast. Nein. Hier habe ich auch schon nur noch 25 Level, ey. Und, bist ein Opfer. Und der Scheißhelm hat immer noch keine Haltbarkeit 3. Wir haben übrigens die Monsterfarm. Obwohl, die hat sogar Mr. Mümmelmann gebaut. Lass sie aber trotzdem mal benutzen. Ja, aber ja, wie gesagt. Die auch schon. Also. Ey Leute, bei dem Rathaus fehlt ein Stück jetzt. Das ist kein Spaß. Dann hat Mr. Mümmelmann was gesprengt. Was? Wie? Ja, komm mal her hier. Mr. Mümmelmann hat was gesprengt, wette ich. Warte, ich höre hier, wie jemand was. Yo! Ja, nochmal, wo? Mal das Rathaus beim hat. Rathaus. Ja, das Rathaus ist gleich weg, ey. Wie, das Rathaus ist weg? Weggesprengt oder nein, was? Nein, fast! Hier ist ein richtig großes Loch drin! Ach du Scheiße, warte, ich geh nach oben, ob irgendwer da ist. Naja, komm mit. Ich guck mir auch weg da. Hier ist nur ein Skelett, aber. Ich guck mal. Das hat bestimmt den ganzen Schaden gemacht. da ist ein Zombie-Pigman, der. Oder Hermann hat mal wieder einen fahren lassen. Leute, hier sind echt voll fette Löcher drin, du. Ja, hier ist krass. Im Rathaus. Ja, im Rathaus. In meiner Residenz. Wir bauen ja aber gerade ein Palast. Oh, Spinne, geh hier raus. Hat irgendjemand nicht ausgeleuchtet oder was? Nein. Yo! Hier ist was explodiert. Alter, hier ist was explodiert. Hier ist ja echt ein fettes Loch. Aber ja nur an der Decke. Er muss doch irgendwo hier sein. Hier überall Nametags. Er muss Pixelcraft. Doch überall sein. Ich sneak jetzt, alle sneaken jetzt mal. Ob wir irgendwo in. Irgendwo in. Vorsicht, da hinten, da unten. Nee, das ist der Banker. Das ist John. Der kann nicht sneaken. Hier bin ich. Seit wann sind hier Zombie-Pigments? Schon länger, weiß ja, ich nicht. Ja, nicht hauen, dann sind die Meter auch aggressiv. Also, ja, nee, ich sag ja nur, dass hier welche sind. Aber der muss irgendwo sein. Wir sind auch Experience in dem Dingens, Maya, guck mal. Da hab ich gerade welche getötet. Alter, das ganze Rathaus ist zerpflückt, ey. Unten. Ach, oh ja. Das, wenn das Mr. Mümmelmann war, was er wahrscheinlich war, wird dafür büßen. Ja toll, der Water Imagery hat ja mal super geklappt. Das Problem ist halt... Jetzt haben wir einen Grund, uns Vorräte anzulegen und Bunker zu bauen. Und ja, eine große Mauer. Also, ja, eine große Mauer. Bunker bauen fände ich noch, ich mein... hier rennt jemand mit Unsichtbarkeitstrank rum. Wo ist der? Ich weiß nur, dass Mr. Mümmelmann Tränke brauen kann. Der ist gerade an mir vorbeigerannt. Wer, Mr. Mümmelmann? Ein Typ mit Unsichtbarkeitstrank. Ja, dann ist es halt Mr. Mümmelmann. Alle in die Mitte. Ja, okay, warte.
Wenn jemand. Wenn alle da sind, dann wissen wir, dass es Mr. Mümmelmann ist. Mit dem Unsichtbarkeitstrank. Das ist Mr. Mümmelmann, das ist kein anderer. Wer weiß. Nein. Das Axi sind... und so kann uns eh gar nicht hören, also. Ah! Hier ist der nächste TNT! Ja. Wo? Da hinten, da hinten. Ich hab's gehört. Alter, das ist. Wir schützen den Bürger. Vorsicht! Ja, wo ist Leute, er? Ich kann mich schon alleine wehren. Es sei denn natürlich, er fordert mich hier in 1-2-1. Ja, 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 hier ist jemand. Wir haben einen Partikel gesehen vom Sprinten. Ach nee, ich lauf grad überall rum. Nein, da war jemand unsichtbar auch. So, ja, stopp. Jetzt kommt das Rathaus hier dicht und dann bleibt er hier drin. Man kann oben raus. Aber dann sehen wir, ob er sich irgendwo hochbaut. Ja, hast du mich heute noch gedealt mit TNT? Nein, doch, ich hab Mr. Mümmelmann mit Mr. Mümmelmann 2 TNT heute Nachmittag gedealt. Da oben ist TNT, da oben ist TNT! Der ist da oben, also kommt er auch raus. Auf dem Dach! Ja, ich. Da vorne liegt eine Redstone-Fackel. Komm mit, David. Och, scheiße! Och Mann, jetzt komm ich hier nicht. Scheiße, das ganze Rathaus wird abgerissen. Alles weg. Ich hab Schaden bekommen. Leute, ich hab echt Angst, dass der uns hier noch alles wegsprengt. Wir bauen auf jeden Fall Bunker. Ja, ich hab übrigens schon mit dem komischen Palast oder sowas angefangen. Ja, ich glaub, ja, dann bau den Palast so, dass... Wer hat das Loch hier reingebaut? Ich bin dadurch rausgegangen. Boah, das leckt grad tierisch bei mir. Ja, bei mir aber auch. Und unser Ping ist überall voll. Also kann sein... Aber das ist komisch. Wo ist der? Haltet die Augen offen. Haltet die Augen offen. Wahrscheinlich wird er als nächstes irgendwie mich angreifen, weil ich bin als einziger alleine. Und dann halt bei diesem komischen Gebilde da. Ich bin... Der Feind hat Waffen, die uns überlegen sind. Das stimmt. Und deswegen brauchen wir Bunker. Oder jemand, der Tränke brauen kann. We have Schutzeinheiten. To build a wall. America first. David. David ist voll begeistert von dem Roleplay, ich höre das schon. Und ich sag das nicht, weil es von Trump ist. Nein, ich sag's, weil ich das ernst meine. Hey. 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 Und echt, ich hab. Wir greifen hier sämtliche Mobs an. Ich hab keinen Bock, das scheiß Rathaus mehr zu reparieren. Aber das liegt ja nicht an. Ich werd das. Ja. Lass uns als Ruine hier ich stehen. Wo ist er? Ja, hier im Game Mode. Wo ist er? Ja, hier ein Pfeil im Kopf, deswegen sieht man ihn. Wo ist er? Wo ist er? Hier, ich hab einen TNT-Anschlag auffallen können, wenn ich Wasser gesetzt habe. Wo in welchem Gebiet? Ich hab's, ey, in der Nähe von dem Berg, wo wir das wollen. Ey, nee, da ist das. Sag nicht den Standort. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Residenz, weil den Schrottding hier kann man ja eine Tonne treten. Wo ist der Tunikbook? Hä, Meja, wir können noch einen. Verloren, Meja. Ey, da oben lass mal was. Da oben gesetzt ist er weggerannt. Ey, Meja, lass einen Fake Wasser auffallen können. Lass einen Palast zum Fake bauen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal in seinen Turm, weil da wird er sich bestimmt drin versteckt haben, weil ich glaube. Ach, das ist Pixelcraft. Ja, lass ich. Ach, du fängst sie an die Richtung. Bauen. Weil ich glaube nicht, dass der sich eine Base gebaut hat irgendwo. Das wird ja der Fake-Palast, damit er denkt, wir sind hier. Weil Mr. Mümmelmann ist ja erst so sauer auf mich, seitdem ich die Wahl gewonnen habe. Das heißt, dass das auch erst seit da ist. Bestimmt. So, das. Heißt, er hat ja auch nicht viel Zeit. Nö, okay. Sein Haus ist unterste Etage leer. Zweite Etage ist auch leer. David. Hier waren Tränkeblasen. Der ist hier irgendwo. Oh. Hier ist TNT gezündet, ich weiß nicht wo. Ja, welches Gebiet in etwa?
Ja. Nehmt euch mal alle einen Wassereimer in die Hand, dann können wir das TNT aufhalten. Ich hab Wassereimer. Ich benutze es schon die ganze Zeit, aber ich sehe hier nichts. Jetzt halt doch mal die Fresse! Ich bin in Mr. Mümmelmanns Haus. Und okay, ich komm. Und der ist hier, der ist hier. Alle drauf. Ey, lass dein Haus. Er hat was gegessen. Richtig viel TNT. Ich hab's gehört. Der ist er weggegangen? Aus dem Haus raus? Ich hab ihn essen hören. Das war das letzte. Ach, und ihr habt die Haus jetzt zugemacht. Also kann er nicht raus, ohne dass man das sieht. Vorsicht, ich komm rein. Leute, ne, hier ist oben im Fenster ein Loch. Es kann sein, dass er da rausgeflüchtet ist. Ich sehe nichts. Ach, ihr seid da im Haus drin. Oh, Maya, ich hab dich gesehen. Ich glaube, er ist schon aus dem Haus raus. Ja, klar. Er hat schon alles mitgenommen. Ja? Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt hier im Hinterhof bei Torge ist. Ist er hier? Hoffentlich sprengt er da nichts. Das wollte ich eigentlich noch behalten. Obwohl, er hat in seinen Kisten ein paar Stacks Fichtenholz. Damit können sie das raus. Er hat hier mit Barrierblöcken gearbeitet. Alles klar. Ist er noch im Haus? Wisst ihr das? Also, ich guck mir gerade seine Hier wurde... Achtung! Achtung! Ist im Haus TNT geflogen. Ja, er hat... Er hat sein eigenes Zuhause in die Luft gesprengt. Wo ist er? Er muss hier noch drin sein. In dem Haus. Ich nehm das ganze Fichtenholz mit. Ich hole mir gerade sein ganzes Tee. Ich glaube, er hat sein ganzes Gunpowder rausgeholt. Weil in der Lügenkiste ist nicht. Okay. Er hat noch ein zweites Haus, das weiß ich. Okay, Leute, ich hab zumindest genug Holz, dass ich meine Residenz wieder reparieren kann. So haben wir auch noch was. Wo ist der? Der ist hier ja im Raum. Wieso macht ihr denn das Ding auf? Der steht hier. Mach zu. Scheiße, ich bin tot gleich. Ich bin tot. Warte, ich hab Wassereimer. Nein! Es leckt! Wassereimer. Oh, Mr. Mummelmann wurde in die Luft gesprengt. Er hat sich selber gesprengt. Das Opfer. Wir haben gesiegt. Vielleicht hat er es noch extra gemacht. Um zu fliehen, wer weiß. Ja. Aber wo spawnt er? Er müsste doch in seinem Haus wieder spawnen, da wo er zuletzt gepennt hat. Von seinem Bett wieder spawnen. Wo ist er? Vorsicht. Er dürfte auch keinen Unsichtbarkeitstrank mehr. Ich baue die Tür zu. Komm rein. Komm schon rein. Nee, warte. Ist doch voll dumm hier. Wo ist sein Bett? Wo ist sein Schlafraum? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hier normalerweise. Nicht hier. Da. Der Spawn ist. Es gibt eigentlich noch eine Treppe nicht noch hier oben. Sein. Hallo, geht mal, guck mal mir hinterher. Er ist bestimmt. Ich hab eine Haustour gemacht. Ich weiß gegangen, es am besten. Ja, stimmt. Vielleicht kann er sich da. Das kann natürlich auch sein, dass er sich schon. Deswegen würde ich sagen, bauen wir in Richtung Meer eine kleine Mauer auf, falls er da eine TNT-Kanone baut. Ich hab TNT gehört. Ja, ich auch. Hat er auch irgendwo eine geheime Basis gebaut, also ein geheimes Lager, wo er im Haus saß. Boah, wer setzt hier die ganze Zeit Wasser, ey? Ich, damit man aus dem Loch rauskommt. Das ist eine Fackel. Er ist, glaube ich, wieder bei der Dorfmitte. Cool. Nee, nicht cool. Er sprengt da alles. Aber auch, Timo, dass wir so langsam zum Schluss kommen können, ne, für diese Folge. Ja, das glaube ich auch, weil das ist echt zu spannend für mich, ey. Da müssen wir in der nächsten Folge, denke ich, weitermachen. Ihr seht hier das ganze Rathaus. Da klafft ein fettes Loch. Also hier werden wir um Reparaturarbeiten nicht herumkommen. Ey, ich laufe ihm mal hinter. Ich guck einfach mal, wo er in die Nähe des Wassers geschwommen ist. Ich gehe da jetzt einfach mal mit gar nichts hin, okay? Wir müssen auf jeden Fall Verteidigungsanlagen bauen, uns gut equipen, um ihm gegenzuhalten. Ja, hat jemand irgendwie eine Level, ein bisschen Level? Ich hab 10, aber ich glaube, das bringt nicht viel. Ja, ich hab 16, aber ich spaß nicht lange auf 31 und deswegen darf ich nicht sterben, Leute.
Ich habe 25. Ich war schon mega lange auf 30, aber Mr. Mummelmann hat mich getötet und deswegen habe ich keine mehr. Schon. Okay, du bist das. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter in diesem spannenden Teil von Village, weil ich habe auch keine Ahnung, wo er ist, wo er sein könnte. Also, es ist nicht. Wir müssen seine Verteidigung, wenn er sich eine Base baut, müssen wir das auch auf jeden Fall mal finden. Das Rathaus hat auf jeden Fall überall Riesenlöcher. Ja, ich bin nicht schon am Stopfen. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Minecraft Village. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.